Herz und Verstand. Durch die teilweise vielen Verstrickungen im Kopf, woher weiß ich, was das Herz will? Meditation. Das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter. Es ist nicht nur der Kopf, der uns sagt, da will ich längs, sondern es gibt noch eine dritte Instanz, das ist das Gefühl, das sagt, das möchte ich nicht. Und in der Mitte steht das Herz als das ganz Kleine, das so ein bisschen spürt, aber sich häufig gegen diese beiden großen, alten Ego-Aspekte in uns kaum durchsetzen kann. Zu erkennen, was ist Herz und was ist Verstand, ist relativ leicht. Weil der Verstand hat eine bestimmte Art und Weise, die Dinge zu betrachten, also mit kognitiven Prozessen, mit logischen Schlussfolgerungen und so weiter verbunden. Aber die Herausforderung, die eigentlich ist, die Unterscheidung von Emotion, im Buddhismus, Gier, Hass, Verblendung, Ablehnung, Stolz, Bedürftigkeit, Angst und auf der anderen Seite dem Herz. Herz, liebende Güte, mitfühlende Liebe, selbstlose Freude und gelassenes Sein als Beispiel. Und da ist die eigentliche Kunst, weil die beiden neigen dazu, sich sehr zu vermischen. Und wir haben es auch gelernt, dass sobald wir eine Ebene der Liebe spüren, dass sofort die Begierde hinterher stürzt geradezu und dieses kleine Pflänzchen der Liebe sofort weg ist. Also man merkt es gerade auf der Ebene der Beziehung. Zwei Menschen begegnen sich auf eine unschuldige, wunderbare Art und Weise und schon geht relativ schnell sozusagen die Maschine an. Was habe ich davon? Sexualität, besitzergreifend, Erwartungen, meine Rente und so weiter. Ja? Und diese Unschuld wiederzufinden, diese Unschuld des Herzens zu öffnen, das ist die Übung des geerdeten Herzens. Sich einfach nur in der Meditation auf sein Herz zu besinnen, das ist der einfachste Weg, der ist den meisten verwehrt. Weil unser Herz umgeben ist von einem großen Feld von Schmerz, von Grenzen, von Ängsten, die in dem Moment, wie wir unser Herz zum Aufleuchten bringen, im gleichen Maße auch aufleuchten, nämlich Schmerz und Ängste, Bedürftigkeiten. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns erstmal erden, das heißt in uns als ganzheitlicher Mensch, erden, unser Leib, unser Körper, das spüren. Und in diesem Spüren werden die Emotionen auch viel transparenter. So tiefer wir in der Meditation sind, umso leichter erkennen wir die Abgetrenntheit und die Unheilsamkeit von Gefühlen in uns selbst, wie Hass, Trennendes, Aggression, Diskriminierenden oder Begierde und Bedürftigkeiten. Und wir erkennen auch, was für Herausforderungen das sind. Also wie stark die in uns sind, wie stark sie in uns wirken. Und dann den Körper als Verbündeten nehmen. Den Körper, der nämlich quasi unser Fahrzeug ist, der eine Einheit ist und eine Einheit, das Zentrum dieser Einheit, unser Herz ist. Das Herz ist also nicht irgendwas Abgehobenes, so Strahlendes, so Liebevolles irgendwo in dem Himmel, sondern das Herz ist erstmal die Einheit von allem, was wir selber sind, inklusive aller Gefühle, aller Programme, all dem, was wir an uns lieben und all das, was wir an uns vielleicht verabscheuen. Und auf dieser Basis entsteht immer größere Klarheit, wird immer deutlicher, das ist ein Gefühl. Das bin ich gar nicht. Das ist irgendein Großvater, der irgendeinen Krieg verloren hat, der irgendwie in mir weiterarbeitet und sagt, Junge, du musst da in den Graben und so. Und weiß gar nicht, was das soll. Es passt auch nicht mehr in die Zeit. Es versalzt er nur die Suppe. Oder nur wer leistet, wird geliebt, wie ich schon sagte. Und so entsteht ein Raum und Körper, Erdung, Einheit, dann kommt mehr und mehr die Chance, dass wir darin wie einen kleinen Diamant unser Herz aufleuchten lassen und es sich nicht mehr vermischt und verwechselt mit Gefühl. Denn das Herz, wenn es aufleuchtet, die Liebe, die hat gar keine Intention, die will gar nichts, die muss auch nichts erreichen, die hat auch keine Checkliste. Sondern sie ist einfach eine Verbindung, ein Verbundensein über mein kleines Ich hinaus. Es ist eigentlich nur Raum, mehr Raum. Das ist der Weg, um den es
letztlich auf dem Weg des geerdeten Herzens geht, diese Freiheit zu gewinnen. Und dieses kleine Diamant wird eines Tages gigantisch. Aber das ist ein kleines Geheimnis, das in jedem von uns schläft. Und das gilt aufzuwecken. Hi.